So, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Together FIFA 13. Wir spielen der Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim. Hamburger SV ist der Sebastian. Grüße. Und Hoffenheim, das bin ich. Wir machen das alles, also im One-on-One. So, nach dem kurzen Hänger kann es losgehen. Die Hamburger mit dem Anstoß. Und die Hoffenheimer, die stehen ganz schön unter Druck. Von der Tabellensituation her. Und der Ball ist im Aus-Einwurf für Hamburg. Westermann hat da den Ball gehabt. Jiracek, Van der Vaart. Das Pressing vom HSV sieht gut aus. In den ersten Minuten. Die erste Flanke findet aber keinen Abnehmer. Aber die Hoffenheimer jetzt schon mit ein, zwei Fehlpässen, wo sie wieder leichtfertig den Ball hergegeben haben. Das sieht bei den Hamburgern momentan sicherer aus. Wow! Tim Wiese. Weiter Abschlag, müsste abseits gewesen sein, genau. Oh, Traumpass! Der Diok ist durch! Versemmelt es zweimal! Zweimal alleine! Beziehungsweise zweimal kann er schießen, einmal davon nur alleine. Und er versemmelt es. Hamburg versucht es da gerade. Also, die Hoffenheimer mit Sicherheit hier nicht komplett ohne Chance angereist. Aber mit Sicherheit unter Druck. Und diese eine Chance, die war ja schon mal nicht schlecht. Jansen jetzt für den HSV. Oh, da darf Jansen aber viel zu einfach durch. Und dann am Ende, ich weiß nicht, welcher Hoffenheimer es war, kommt dann auch irgendwie dazwischen. Ja, Diok wird da irgendwie nicht angegangen. Und Roberto Firmino kriegt das Foul, oder ist das Roberto? Roberto Firmino kriegt das Foul und Salihovic, der kann Freistöße. Aber du nicht. Aber ich nicht, richtig. Abschlag von Adler. 17 Minuten sind übrigens um. Die Hoffenheimer jetzt ein bisschen besser in der Partie. Dafür die Hamburger mit ein paar Ballverlusten. So wie diesen jetzt hier. Roberto Firmino. Hat für mich den Moment für den richtigen Pass verpasst. So, Van der Vaart. Die Hamburger versuchen es. Van der Vaart ist durch. Muss nur noch rüberlegen auf Rudnevs. Aber noch ein Hoffenheimer dazwischen. Ja, da sind auf beiden Seiten wirklich einige Pässe dabei, die sind unnötig. Man verliert dabei viel zu einfach den Ball. Westermann, das hat er super gemacht, spitzenmäßig. Bruma. Oh, oh. Super gehalten von Wiese. So oft kritisiert und die Parade, diese kleine, die war super. Aber jetzt die... Hoffenheimer doch ganz schön unter Druck. Und der Diok ist nicht der schnellste. Und da ist es nicht! Jetzt auch nicht im Nachschuss für die Hoffenheimer. Schöne Chance, die sich da wieder herausgespielt haben, aber dann unglücklich. Vom Derdiok vor traumhafte Vorarbeit, der da den Doppelpass gespielt hat. Also diese Pässe, die machen einen ja beim Zuschauen wahnsinnig. Sowas darf es gar nicht geben.
der Diok gefällt hier in diesem Spiel. Ist bisher ja bei Hoffenheim nicht so richtig auffällig geworden. Son hat da auch den Ball verloren und spielt deshalb danach einen Pass. Dafür wirst du eigentlich fertig gemacht. Vom Trainer. Müsstest du eigentlich. Saliovic spielt da auch den Doppelpass. Das funktioniert scheinbar. Roberto Firmino. Abgeklatscht vom Adler, der da nicht ordentlich klären kann. Obwohl es gar nicht so gefährlich war. Weiß. Und das müsste ein Eckball geben. Für die Hoffenheimer. Das macht Rudi. Der kommt nicht schlecht. Er und der Diok und Tor. Super Eckball. Und Ehren der Diok macht da alles richtig. Ja, ist das aufgestützt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ganz normaler Körpereinsatz. 40. Minute Hoffenheim führt gegen Hamburg mit 1:0. So, die Hamburger. Ich weiß nicht. Bisher ist noch kein Schock zu richtig zu erkennen. Son will da weiterlegen auf Hiracek. Der spielt gegen Compair. Oh, und Compair lässt Hiracek im Ball besitzt. Das war nicht absichtlich so. Und der Diok ist schon wieder unterwegs. Sieht Roberto Firmino. Oh, dieser Adler. Zwei Paraden jetzt innerhalb von kurzer Zeit. Roberto Firmino liegt drüber. Der Diok trifft nicht. Dann Roberto Firmino. Und Parade. Del Pierre Beck. Hoffenheim macht hier eine starke Partie. Sie steigern sich, spielen sich rein und diese. Vor allem, was sie in der Offensive zeigen, gefällt. Hamburg bleibt aber auch gefährlich. Haben ihre Möglichkeiten, weil Hoffenheim in der Abwehr definitiv nicht super steht. Chancen 8:6 für Hoffenheim, 3:2 für Hamburg. 53% Ballbesitz aber für Hamburg, 79% Passgenauigkeit für Hamburg. Nur 69 bei Hoffenheim. Zweite Halbzeit, Hoffenheim einen Anstoß. Mal gucken, was passiert. Saliovic auch auffällig, aber er am auffälligsten hier, der Diok. Schön, Saliovic. Der wollte mal direkt von da versuchen. Unmöglich ist es nicht und er hat einen schönen Schuss, der hat die Technik dafür. Und Beck. Schön. Boah, Adler wieder. Was der nicht alles hält. Rudi mit der Ecke. Die ist auch super. Ah. Compair kriegt nicht genügend Druck hinter dem Ball. Adler mit dem Abschlag, beziehungsweise mit dem Pass. Es müsste wieder Eckball geben, wenn alles gut geht. Nein. Adler. Was macht Adler? Langer Abschlag. Der landet bei den Hoffenheimern. Und der Diok kriegt den Ball. Die Flanke war nicht schlecht, aber da hinten steht mit Roberto Firmino kein Kopfballungeheuer. So, die Hamburger haben sich hier einlullen lassen. Und verlieren auch momentan jeden Zweikampf. Jansen macht das gut, setzt nach, aber natürlich dann unglücklich.
Ja, aber das ist jetzt auch für Hoffenheim, was sie hier machen, nicht genug. Also eigentlich muss man aufs Zweite gehen. Hamburg ist Hamburg, die haben Qualität, da kann man auch noch mal schnell sich mal einfangen. Das war gerade zumindest in der Chance, die sie gemacht haben, sehr unglücklich gespielt, nicht mit genügend Zug zum Tor. Jetzt gibt's Einwurf für die Hamburger. War ungenügend. Bei Hoffenheim geht sehr viel über die rechte Seite. Da muss der Diok natürlich zum Ball gehen eigentlich. Weiß. Roberto Firmino. Für mich sehr auffällig heute. Aber das war nicht gut, was er da gemacht hat. Oh, was macht ihr denn? Das war aber auch nicht gut von Hoffenheim, was sie da gemacht haben. Jetzt schön rübergelegt, aber der Pass war schlecht. Der Pass war richtig schlecht. Das Spiel verliert zunehmend an Qualität hier. Auch wenn es 1-0 für Hoffenheim steht. Die gehen nicht ordentlich aufs Zweite. Und Hamburg kriegt vielleicht jetzt mal die erste Chance der zweiten Halbzeit. Die kriegen sie, das zeigt das Tor. 2-1, würde ich sagen. 1-1, Rudnevs war am Ende dann eine Einzelleistung. Und das war schön. Und ich sage hier auch mal ganz bewusst, unverdient ist es nicht. Weil Hoffenheim nicht gut genug aufs Zweite gegangen ist. Und deshalb steht es hier 1-1 und das ist natürlich bitter. Schauen Sie ins Gesicht von Markus Babbel. Das sagt alles. Tobias Weiß. Ah. Rudi. Oh, und Adler. Mein Gott, was der jetzt heute schon alles hier gehalten hat. Der Diok wieder vielleicht nach der Ecke. Das ist es doch. Nein. Kumpel steht vor dem Tor. Muss nur noch drauf pfeffern, aber kriegt nicht irgendwie nicht genügend Druck unter den Ball. Oh, oh, und jetzt lässt sich da ganz schön einfach durchkämpfen und gelaufen von Rudnevs. Rudnevs läuft. Und Wiese hält da noch irgendwie die Hand hin. Somit bleibt es hier beim 1-1. Erstmal. Aber jetzt ist hier Pfeffer in der Partie. Letzten 10 Minuten und die Hamburger Fans sind da. Steht auf, wenn ihr Hamburger seid, hören wir hier im Stadion. Die Flanke ist nicht schlecht. Aber Compaire ist eben auch nicht schlecht. Aber diese Klärung da von Hoffenheim, was ist denn das? Das ist ja schon in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass das nicht so gut ist. Roberto Firmino. Sieht Salihovic. Salihovic, der kann alleine. Muss es machen, drin ist es! Salihovic macht es! 2-1 in der 84. Nachdem Roberto Firmino ihn sieht, diesen schönen Pass in den Lauf spielt. Und Salihovic, ich meine, es sind mindestens 40 Meter gewesen, die er da alleine rennen darf. Und dann zimmert er das Ding da einfach rein in die lange Ecke. Schönes Tor. Und auch hier sage ich nicht unverdient. Beide sind so eng aneinander, dass hier ein Unentschieden sowohl ein Sieg für jede Mannschaft verdient gewesen wäre. Aber die Hamburger sind schon wieder vor dem Tor. Jiracek, was macht ihr denn? Der versucht es alleine. Vielleicht drüber spielen. Rudi jetzt nochmal schnell auf Roberto Firmino. Und wenn der wieder Salihovic sieht und der Diok sieht, und der sieht der Diok, dann ist der Diok allein unterwegs. Und macht das 3-1 jetzt für Hamburg. Für Hamburg, für Hoffenheim. Das ist ja Wahnsinn. Danke. Hoffenheim macht hier das dritte Tor. Ich muss mal kurz einwerfen. Ich kommentiere und spiele. Das ist manchmal für den Kopf sehr, sehr anstrengend. Meine CPU ist bei 100%, sehe ich hier im Taskmanager. Ja, 3-1 Hoffenheim. Die haben jetzt innerhalb von 2 oder 3 Minuten diese zwei starken Konter gesetzt. Vor allem für Roberto Firmino, Salihovic und der Diok war das hier einfach spitze. Und apropos der Diok, der läuft schon wieder. Der läuft schon wieder in Richtung Tor. Und sieht da hinten Salihovic, aber
dieses Mal nicht. Wir sind in der 90. Es wird wahrscheinlich nicht viel Nachspielzeit geben. Oh, Salihovic. Tobias Weiß. Derdiok! Doch! Fast das 4:1, dann wird per Fallrückzieher erklärt. Hoffenheim gewinnt in Hamburg 3:1. Team Wiese wird ausgepfiffen und trägt Zopf heute. Wahnsinnsspiel, wir gucken uns die Spielstatistik an. Dann kam ja doch noch ordentlich Bums rein in der zweiten Halbzeit in die Partie. Hoffenheim mit 17 Schüssen aufs Tor, 17 Schüssen, 12 davon aufs Tor. Hamburg bleiben die Minimalisten 6:3, aber auch trotzdem haben sie nicht schlecht gespielt. Mehr muss man nicht sagen. Hoffenheim gewinnt also 3:1. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin.